Jungs und Mädels, Freunde der Nacht, was geht ab hier? Stefan Lammli ist wieder mal da mit einem Erklärvideo zu Saxophonspielen. In dem Fall hier Ain't No Sunshine Anymore. Freispielen heißt das Thema. Improvisieren, aus dem Bauch rausspielen, auswendig spielen. Und das will ich euch heute zeigen. Zunächst einmal als erstes diese Melodie einüben, die relativ einfach ist. Und dann eine Skala zeigen, die euch helfen soll, darüber frei zu spielen und auch zu improvisieren. Das kommt jetzt nach und nach. Für Altsaxophon habe ich das auch. Und dann am Schluss kommt dann ein Backing-Track, sodass ihr auch über diesen Backing-Track spielen könnt, beziehungsweise auch darüber improvisieren. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die tollen Zuschriften. Ich bin sehr begeistert. Vielen herzlichen Dank. Bleibt weiter dran. In die Kommentarbox schreiben. Ja, bei YouTube ist ganz wichtig. Registriert euch bei YouTube. Das ist kostenlos. Dann könnt ihr auch was dazu schreiben. Eure Wünsche, eure Anregungen ist mir ganz wichtig, damit ich weiß, was ihr gerne haben wollt und damit ich weiß, welche Probleme ihr habt. Dann gleich aktueller Hinweis, Video-Coaching ist möglich. Es klappt wunderbar mit WhatsApp, mit diesem Video über WhatsApp klappt es hervorragend. Ich höre euch spielen, ihr hört mich spielen, sodass ich euch immer verbessern kann. Also über WhatsApp läuft es wunderbar. Schaut auf meine Website stefan-lammel.de unter das Coaching und da könnt ihr das alles nachlesen. Es geht auch mit dieser Zoom-App, geht es auch hervorragend. Es ist kinderleicht einzustellen und so können wir also auch die Krise überwinden, indem man auch über Video das Coaching macht. Kann ich nur empfehlen, schaut mal rein und tretet mit mir in Verbindung. Kein Problem. So, also das ist jetzt das Vorgeplänkel und jetzt Ain't No Sunshine Anymore. Ich spiele die Melodie und ich sage euch auch, wie die Griffe sind. Also, zunächst einmal, wenn ich frei spielen will, als Hinweis, sucht diesen Titel heraus. Das ist ein aktueller Titel, dieser Bill Withers, der diesen Titel komponiert hat, ist vor kurzem gestorben. Also es ist auch noch ein aktueller Bezug. Ist eine Soul-Ballade, eignet sich hervorragend zum Improvisieren. Deshalb das Original, ihr sollt den Text mitlesen, den Text mitsingen. Es soll im Kopf rein. Alles, was im Kopf drin ist, da muss man Synapsen bilden, die müssen da ihre Spuren hinterlassen, damit ich frei spielen kann. Zunächst benötige ich damit die Noten kommen dann weg und dann spiele ich frei. Ihr bekommt dann von mir auch noch einen Hinweis, welche Skalen ihr da benutzen sollt, um auch darüber zu improvisieren. Also, Ain't No Sunshine Anymore. Ain't no sunshine anymore. Ain't no sunshine when she's gone. Da 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 di da da di 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 da di da da di di di. Das muss im Kopf rein. Bu ba 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 di di di. Du du da da di 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 di. So, die ersten Töne sind H, D, E, halt, Moment mal. Ja, bevor man dann das überhaupt spielen soll, muss man natürlich, und das ist wichtig, die Tonleiter wissen und die Tonleiter spielen, damit ich in der Tonalität auch bin. Die Tonalität richtig fühlen, richtig hören ist wichtig, darum brauche ich die Tonleiter, die Skalen. Das ist wichtig, dass ich das vorher spiele.
dieses Stück ist in G-Dur, beziehungsweise dazu die parallele Molltonart ist E-Moll. G-Dur hat ein Kreuz, E-Moll hat dementsprechend auch ein Kreuz, nämlich aus F, hier ist das F, als anstelle F wird Fis. Das heißt, wir fangen mit E an und spielen die E-Moll-Tonleiter darauf mit diesem Fis und wieder runter. Also, ein bisschen rumspielen über dieses E-Moll. E, Fis, G, A, H, C, D, E. Ich kann dann Ton drüber spielen. Fis, E, D, C, H, A, G, Fis, E. Es ist wichtig, dass wir in dieser Tonalität sind. Wer noch geübter, wer noch mehr Input haben will, ja, und noch freier spielen will, der nimmt sich die drei Klänge von diesem E-Moll-Tonleiter an. Ich muss nur aufpassen, dass ich anstelle F ein Fis spiele und dann kann ich zu jedem Tonleiterton von E-Moll kann ich einen Dreiklang bilden. Also bei E habe ich E, G, H. Dann Fis, A, C. G, H, D, A, C, E, H, D, Fis, C, E, G, D, Fis, A und E, G, H. Ja. Also, das sind die drei Klänge. Also, die drei Klänge rauf und runter spielen. Ist eine geübtere Variation. Man muss diese Tonalität so üben, damit ich frei spielen kann. Ohne dem kann ich nicht frei spielen. Also die drei Klänge, die Tonleiter. Und jetzt kann ich schon hergehen, kann ich schon ein bisschen frei spielen. Das ist schon freier Spiel. So, und jetzt gehen wir zu dem Lied Ain't No Sunshine. Ja, beginnt mit H, H, D, E, G, Fis, D, H. H, D, E, Fis, G, Fis, D, Fis, E, 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 G, H, 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 A. G, A, G, E, D, E, E. G, A, G, E, D, E, E. Und schon habe ich das Lied. Und dann kann ich schon hergehen, ein bisschen frei drüber spielen. Kann ich schon frei drüber spielen. Der Backing Track kommt jetzt dann gleich. Jetzt nehme ich euch noch diese E-Moll Blues Skala, zeige ich euch, mit dieser Blues Skala könnt ihr schön drüber improvisieren.
dieses BH schön mit hineinbeziehen in der Improvisation, klingt hier bei diesem Lied wunderbar. Also nochmal. E, E, G, A, B, H. Ich kann das B auch mit A greifen und hier unten die Seitenklappe. B, H. Und dann wieder zurück. B, H, B, A, G, E. Und dann kann ich noch die restlichen zwei Töne dazu nehmen, nämlich das D und das E. Natürlich auch in der Oktavlage. Dazu eignet sich auch die H-Moll-Blues-Skala. H, D, E. H, D, E, F ist A, H. A, F ist F, E, D, H, A, H. Also mit diesen beiden Blues-Skalen kann ich drüber improvisieren. Übrigens, die ersten Töne sind ja schon in der Skala drin. Das ist die Skala. H, D, E, F, G, F, E, D, E. Also, und daran spiele ich jetzt frei, nehme diese Töne, ein paar Töne dazu. Beim zweiten Durchgang improvisiere ich einfach. Und der Backing-Track, der jetzt kommt, der hilft euch, eine Struktur zu haben. Ja? Dass nach 8 Takten wieder die gleichen Akkorde sich wieder wiederholen. Also nach 8 Takten wiederholt sich alles und ich kann wirklich wieder neu beginnen. Entweder frei zu spielen oder wieder die Melodie. Ja, die Melodie kommt insgesamt 4-mal. Das heißt, einmal spiele ich die Melodie, vielleicht auch beim zweiten Mal. Und beim dritten Durchgang kann ich schon eine Variation und Veränderung. Ich habe das alles auf Performance aufgenommen. Das heißt, ich habe ein extra Video, wie ich das spiele. Ja, und habe auch die Noten dazu aufgeschrieben, die Improvisationsnoten. Jetzt bei diesem Erklärvideo habe ich das erklärt, wie das geht. Und jetzt kommt der Backing-Track, den könnt ihr natürlich bestellen für Tenor und für Alt. Ja? Für Alt-Saxophone ist es auch eine einfache Tonart. Da sind wir in D-Dur, beziehungsweise dann in H-Moll. D-Dur hat zwei Kreuz. Also die Alt-Saxophonisten müssten zwei Kreuze beachten, nämlich das Fis und das Cis. Und dann können die Altsaxophonisten auch über diesen Backing-Track darüber spielen. Ja? Noten sind ebenfalls vorhanden. Also, jetzt kommt der Backing-Track. Ha 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 ha.
Und so fort. Das ist jetzt ein Versuch und jetzt immer weiter mal dazwischen wirklich wieder die Melodie spielen und dann wieder ein paar von eigenen Variationen mit einbringen. Das braucht ein bisschen Zeit, braucht ein bisschen Geduld, aber man muss das einfach probieren und immer zwischendurch das Original anhören von Bill Withers, ja, damit man auch diese Melodie gut im Kopf hat. Und dann weg die Noten. Es ist wichtig, dass ich die Noten weglege. Dass ich einfach nur ein paar Noten mir im Kopf habe und dann probieren. Meine Variation anhören. Es ist wichtig, dass man sich immer andere Saxophonisten anhört, wie die das spielen, ja. Und immer mitsummen, ein bisschen mit das Ganze verfolgen. Das ist ganz wichtig. Das Nachmachen von einem, was einer vormacht, ist hier beim Improvisieren, beim Freispielen wichtig. Bleibt's dran, liken, abonnieren und in Verbindung bleiben, gesund bleiben. Ich sag tschüss, servus, bis bald.